Lasst uns reden, lasst uns eure Ängste, eure Sorgen, eure Zweifel ernst nehmen, lasst uns in den Dialog gehen. Hier ist einer, dem Hertha am Herzen liegt und der bestmöglichst versuchen will, sich hier einzubringen und Hertha wieder besser machen will. Gerne. Ich kann ja zwei machen. Endlich einer mit Herz. Und das geht nur zusammen. Jeder von euch, der heute hier ist, ist ein Markenbotschafter von Hertha BSC. Jeden heute darstellen. Das wird halt keine Schönspielerei, das wird ein Feindspiel. Das wird ein Kampfspiel wie gegen Mainz. Und nur jeder Ersatzbank, wir, die jetzt auf dem Platz sind, heute, die Fans, die geben uns so viel. Und heute geben wir uns ganz viel zurück, wo wir uns in der Vergangenheit kaputt gemacht haben, weil ein sehr wichtiges Spiel ist für die Fans heute. An sich war es echt eine gute Teamleistung, wie wir da aufgetreten sind, würde ich sagen. Und ja, es ist halt bitter, dass wir uns da nicht belohnen konnten. Und wir haben da kein Spielglück gehabt. Dann dachte ich eigentlich, wo der Torwart so ein bisschen so geschaut hat so, und seine Hände weggezogen hat, so okay, geil, der ist drin, aber dann ist er leider gegen den Pfosten gegangen. Vielleicht kommt noch die Zeit, wo wir sagen, okay, jetzt kann man träumen. Jetzt kommt die Zeit. Diese Phase ist noch nicht. Ja! Männer, volles Haus! Super! I want them to come, yes. And we're gonna show them what we do here. And now we have to win, otherwise it's fucked up. Ja. Ja.
Jetzt ist halt eine Analyse gelassen. Ich glaube, es hat geklappt. Ja, die sind committed. Und heute ist ja Halloween. Vielleicht gibt es auch noch ein Halloween-Special. Oh, das ist der Burner. Bist du da mit U-Bahn gefahren? Was? Nein, ich führe euch weg. Nein, nein. Darf ich dir das abkaufen? Ich gehe am Freitag auch. Hi. Hallo. Das läuft ja gut. Aus. Hier ist so ein Dauerventilator drin. Entscheidend in der Entwicklung dieser Mannschaft ist, dass auf die ganze Hinrunde gesehen, dass das Lernumfeld passt. Und das Lernumfeld bedeutet eben auch, Fußball mit Spaß zu leben. Herzlich willkommen zur ersten Videoanalyse nach zwei Drittel der Saison. Also wir haben vorher immer relativ individuelle Videoanalysen gemacht, also mit Einzelspielerinnen Einzelanalysen gemacht und geguckt, wie wir ihnen bestmöglich helfen können, in ihr eigenes Spiel erstmal zu verbessern. Entweder muss Nora mit voller Überzeugung noch ein Stückchen weiter dribbeln und kann dann wieder die Ballferne 6 anspielen. Das wäre ja die Ideallösung, weil wenn sie gleich weitergeht, werdet ihr sehen, alle Spielerinnen hier schieben komplett hier rüber und Svenja und Elfi haben überhaupt gar keinen Gegenspieler mehr. Wir haben Glück, dass wir dann irgendwie da komplett wild sind davon Erfurt. Aber gut rausgespielt ist es nicht. Wenn ihr als Innenverteidigerin keinen Druck habt, dann würde ich abkappen und wieder hinten rumspielen geht immer. So ist besser. Ja, das Jena-Spiel war natürlich irgendwie schwierig. Ich hoffe einfach, dass ihr euch alle mal die Tabelle angeschaut habt und gesehen habt, wie wichtig diese 3 Punkte heute für uns sind. Ich möchte in der Winterpause möchte ich auf Platz 3 überwintern, Leute. Ich sag euch so, wie es ist. Ich möchte das einfach. Und ich freue mich so sehr, mit euch hier wieder auf dem Platz stehen zu können. Also haut alles rein, was ihr habt. Ist scheißegal, Digga. Und wenn es klappert, klappert's. Scheiß doch drauf. Hauptsache, wir überwintern auf Platz 3. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Warum nicht? Ne? Und dann hältst du halt auch mal so eine Ansprache und sagst von wegen, ja, du möchtest in den Top 3 überwintern. Und wenn es jetzt nur der 4. ist, dann ist es nur der 4. Aber wir sind oben mit dabei und das hätte sich halt einfach niemand träumen lassen. Also jedenfalls ich mir nicht. Wir haben letzte Saison haben wir um Abstieg gekämpft. Da ist Lukas, der Ball. Und das ist der Ball. Da ist direkt das Tor. Das ist ja unglaublich. Oder ist nicht im Aus. Gut zurückgespielt. Nein. Das Zweite! Da ist das Zweite! Wow! Das ist ja unglaublich, das 2:0. So, und jetzt sind wir Top 4. Es ist schon unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Gegen den Ball. Ich glaube, die schlechtesten 10 Minuten, die ich gesehen habe. Ja, das war wirklich Chaos. Wir sind immer zu spät gekommen und werden leider in dieser Phase auch bestraft. Also die Spielerin, die das Kopfballtor macht, die steht schon 3 Minuten, bevor der ausgeführt wird, genau auf diese Position. Die bewegt sich gar nicht. Entscheidend wird sein, dass wir jetzt auch dabei sind, in den Zweikämpfen gleich so drin zu sein wie am Anfang und auch bei den zweiten Bällen mit voller Überzeugung auf den Ball gehen. Ja, nicht so, ach Mensch, jetzt warte ich mal. Und dann haben wir eine Sekunde reicht schon, dass die am Ball sind. Thank you.
sehr, sehr spannendes, enges Spiel. Das Schlimmste daran ist, dass es das zweite Spiel in Folge ist, wo wir nur wegen Standardsituation verlieren. Ja, also den Elfmeter mal da vorne weg oder weggelassen. Ob da einer war oder nicht, ich glaube ja, aber ich glaube, den Torhüter ist faul. Die beiden Ecken in der Verteidigung, da müssen wir konsequenter sein. Aber, und das ist das, was mich dann am Ende mal stolz macht, ist die Moral der Mannschaft, 85 Minuten dem 1-0 die ganze Zeit gegenzukämpfen, auch beim 2-0 zu wissen, wir machen immer noch unsere Tore. Und es sind dann nur noch Kleinigkeiten, die uns fehlen, um das dann auf unsere Seite zu holen. Geht bitte einmal zu den Fans trotzdem. Mehr will ich gar nicht sagen. Natürlich ist man gegen Antisemitismus, natürlich ist man gegen Intoleranz, klar, so bin ich groß geworden, so gebe ich es weiter. Aber das ist irgendwie so, manchmal habe ich das Gefühl wie so eine Phrase. Und auf einmal kommt dieses Jahr ja, mit den Anschlägen der Hamas in Israel, mit den Auswirkungen hier in der eigenen Stadt, was da in den Straßen los ist. Und dieser Hass, der jetzt hier den Menschen in Berlin, die jüdischen Glaubens sind, also entgegenschlägt, ist also... Da müssen wir halt alle Gesicht zeigen. Ich musste mir das aufschreiben, ich bin befangen. Ich habe aus Solidarität auch die Kippa aufgesetzt. Ich kann euch mal sagen, mein Freundeskreis ist fast ausnahmslos jüdisch. Und was meine besten Freunde gerade erfahren, das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Und das 85 Jahre nach der Reichspogromnacht. Das war am 19. April 1943, erreichte das furchtbare Schicksal unseres Mannschafts, sagt Dr. Hermann Horwitz, seinen traurigen Höhepunkt, als er vom Güterbahnhof in Berlin-Moabit, da waren wir vor ein paar Monaten, und erst in das Konzentrationslager und Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurde. Solche schreckliche Gräueltaten dürfen niemals vergessen werden. So wichtig, dass wir eure Stimme hören. Im Alltag, in Gesprächen, auf der Straße, im Bus, in der U-Bahn, dass wir eure Stimme hören. Eine schweigende Mehrheit, die nichts sagt, also und die irgendwie auf meiner Seite ist, aber nichts sagt, die bringt gar nichts. Und es gibt ein Gefühl in der Stadt, dass den Juden das Gefühl, also es gibt eine Stimmung in der Stadt, weil die anderen sind ja sehr laut. Ja? Die anderen sind so laut und sind so viele und irgendwie sind so aggressiv und die hört man ständig. Und deswegen denkt man, wenn man die Mehrheit nicht hört, dann denkt man, alle anderen denken wahrscheinlich genauso. Die Idee der Kooperation der Akademien beider Vereine, Hertha und der KSC, kam von unseren beiden Präsidenten. Kai ist halt bei uns intern mit der Idee auf uns zugekommen, wo wir auch sehr begeistert davon waren und gesagt haben, alles klar, lass uns das beginnen. Nachdem wir in Karlsruhe gewesen sind, haben wir natürlich die Delegation der Karlsruher auch herzlich nach Berlin eingeladen. Wir haben das Spiel der U19 besucht. Ich wusste vorher natürlich schon, dass Hertha Karlsruhe eine enge Verbindung hat. Ich wusste natürlich auch, dass sie, glaube ich, einen Marsch geplant haben zum Stadion, alles zusammen machen. Ja, du. Ja, ja, oh. Ja, ist super schön, ne? Wir haben dann natürlich auch die Kollegen einmal über das Gelände geführt.
bevor wir uns dann auch nochmal zusammengesetzt haben. Unsere beiden Präsidenten haben sich die Zeit genommen, auch am Spieltag mit uns zusammenzusitzen, haben ein paar einleitende Worte zu uns gesprochen. Dafür, für die Mehrarbeit und für eure Gedanken, für eure Kooperationsbereitschaft erstmal Danke sagen. Aber aus dem ersten Termin auch schon gehört, dass das sehr bereichernd war. Wir wollten im besten Fall jetzt am heutigen Tag beim Spiel das dann präsentieren für die Fans beider Vereine, dass wir dann halt gemeinsam Weg gehen. Ich glaube, der Rahmen heute Abend wird auch top sein. Das Stadion wird sehr gut gefüllt sein. Ihr seid, glaube ich, alle oben in unserem Bereich. Ja. Dass wir uns dann auch nochmal bei einer leckeren Currywurst und bei Nee, wir sehen uns ja dann auch bei um 20.05 Uhr beim Foto nochmal. Genau. Stark. Zeitlich nicht ganz so viel Zeit hatten, wie wir es jetzt vor Ort in Karlsruhe hatten. Aber letztlich ist das ja der Anstoß erst gewesen, um die Kooperation zu vereinbaren. Wir definieren unser 4-3-3 gar nicht mehr als 4-3-3, sondern 2-3-2-3. Also ein bisschen im Hintergrund, dass wir damit den Jungs direkt eine Idee für ihre Position mitgeben können. Wenn du die ganzen Spiele dann anschaust, dann wirst du es immer wieder finden. Was natürlich den Gegner ist auch erleichtert teilweise, weil die wissen jetzt von uns, von den Spielideen. Wir haben halt das Glück, dass wir halt auch Spieler haben, die Situation auch selber lösen können und dann alles drum und dran. Und wie eben hier bei den Spielern siehst du schon, dass da ein paar Jungs dabei sind, spannende, die da Ideen dann also auch mitbringen. Und wenn sie mit der Innenseite einen Fehlpass spielen, ist es kein Problem. Sobald mit der Außenseite ein Fehler kommt, dann ist es, weil sie Außenseite gespielt haben. Das stimmt doch gar nicht. Weil wenn du annimmst, 21, 22, ich muss doch Innenseite nehmen, hast ja Zeitverlust und dieses, er nimmt ihn an, außen ist weiter, nächste Ebene, kriegst halt dann Tempo rein. Ich finde, Geschwindigkeit ist das eine und der Rhythmuswechsel dann dadurch ist das Entscheidende. Kurze Schlenker zur Seite und du gehst an ihm vorbei. Es gibt keine Not, den Ball irgendwie zu schlagen. Auch im oberen Bereich, wenn sie dann vielleicht in dem Moment in der ersten Mannschaft etwas anders spielen, vielleicht auch nicht so dominant, wie sie es jetzt aus der Jugend kennen, werden sie sich ja trotzdem anpassen können. Ne? Sich so rum anzupassen, ist einfacher, als wenn du es nicht lernst und dann vor 70.000 im Stadion bist und dann aber plötzlich als Sechser den Ball fordern musst, weil die richtig Fußball spielen wollen oben. Ne? Konkrete Themen, die man jetzt im ersten Schritt schon besprochen hatte, sind, dass wir das ein oder andere Testspiel mit den Mannschaften der Akademie vereinbaren. Vielleicht bestimmte Regeln unter den Verantwortlichen, von denen die Jungs vielleicht auch gar nichts wissen, vielleicht auch Widerstände bewusst kreiert. Also, dass wir es geil finden, ist ja schon mal top. Aber die Trainer da auch mit reinzunehmen, ich glaube, dass über diesen fachlichen Austausch bei solchen Themen kriegt man die, glaube ich, relativ schnell angezündet. Ich gehe stark davon aus, dass durch den Austausch, den wir pflegen und auch zukünftig pflegen werden, sich viele Dinge auch auftun werden, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen oder uns auch noch gar nicht Gedanken gemacht haben, sondern je mehr Austausch man ja gemeinsam hat, desto mehr wird ja jeder für sich ja auch seinen Nutzen und seinen Vorteil aus der ganzen Geschichte ziehen können. Deshalb denke ich, dass sich das auf Strecke sowieso entwickeln wird. Benny Weber, Geschäftsführer von mir, ich will auch nochmal so ein kleines Sperrungskommen. Wie geil ist es, dass ihr alle zusammen seid? Mhm. Ja, das ist wirklich sehr schön. Dann würde ich euch bitten, hier mal Platz zu nehmen. Dann fangen wir mal an. Dort, wo Mauern eingerissen werden, halten wir stets zusammen. Verein für die ganze Stadt erlebbar zu sein. Berlin ist für alle und hat ein Anrecht auf einen Verein mit Format.
dein linkes Bein hart angeschwollen, so vom Muskelkater? Oder geht das? Nee. Ich nehme, das hab ich schon gesagt. Dann block ihn mal, ne? Stell dich mal davor. Ja. Ja. Fußball ist Spaß. Ja? Jeden Tag muss man Spaß haben. Genießt die Atmosphäre, genießt den Rasen und genießt, dass ihr untereinander ein gutes Team seid. Ja? Und locker bleiben einfach. Natürlich, erste Zweikampf, gibt erste gute Pass spielen. Ja, für Pass ist kein Problem, Kollege da hilft. Einfach genießen, genießt das. Und ich möchte das auch von außen genießen. Ja? Ganz ehrlich, ich überlege, ist ein paar Monate her, da hatten wir eine Mannschaft, die für mich kein Team war. Was seid ihr? Ein Team! Woran erkennt man ein Team? Ein Team erkennt man, wenn der eine für den anderen läuft, kämpft, fightet. Ich mag den KSC auch, aber heute interessiert mich nicht, ob KSC da ist oder auch irgendeine andere Mannschaft. Wir brauchen drei Punkte. Wir brauchen drei Punkte, dass alle erkennen, dass, was sind wir? Ein Team! Wir verdienen mehr Punkte, als wir sie bisher geholt haben. Wer gewinnt das Spiel? Wir! Wer gewinnt das Spiel? Wir! Fankultur, alles schön. Dieser Respekt durch die Jahre, wie das gewachsen. Super Atmosphäre. Aber für die 90 Minuten, weil mir so etwas gibt nicht. Ein richtig geiles Spiel, wird unfassbare Atmosphäre wieder. Darum habe ich mich unglaublich gefreut, dass ich auf dem Platz stehen darf bei dem Spiel. Gänsehautstimmung, also war schon echt krass, was die Fans da gemacht haben. Flutlichtspiel, alles ist angerichtet. Die ersten 15 Minuten haben wir komplett verpennt. Da dachte ich mir, nee, das kann nicht sein. Topspiel, volles Stadion und wir machen sowas. Kurz so dieses, wow, warum jetzt schon wieder? Also so aus dem Nichts. Dann haben wir einfach weitergemacht und uns dann auch zu Recht belohnt, würde ich sagen. Nach dem 1-0 war so ein Hallo-Wach-Signal und nach dem Tor haben wir richtig gut gespielt. Dann Ausgleich gemacht durch Fabi. Ordentlich im Spiel drin gewesen, ich 2-1 gemacht. Nach einer Flanke in 16er rein, Harris erwischt ihn noch unglaublich mit der Hacke. Ich wusste, ich muss jetzt hochspringen, alles reinsetzen, was ich habe. Ich habe alles reingehauen. Ich glaube, das hat man gesehen. Viele Emotionen natürlich rauskommen bei mir, weil es nicht die einfachste Zeit war davor. Natürlich hat man auch gemerkt, dass ihm da so eine Last von den Schultern fällt. Natürlich freut es einen immens. Also wenn man sieht, was er im Training leistet, wie viel er dafür tut, Tore zu schießen. Ein guter Typ, für die Kabine macht er sehr viel mit für die Jungs. Er ist erfahren und ältere Spieler oder erfahrene Spieler zum Form zu bringen, ist auch unsere Aufgabe von dem Stab. Ich bin froh, dass es bei ihm jetzt läuft. Er macht die Tore, aber er spielt auch momentan gut. Das ist nicht nur die Tore, sondern er hat einen riesen Schritt gemacht hat
warum Hertha BSC ihn geholt hat damals. Ja, jetzt haben wir die Flo und müssen dranbleiben. Ja. So siehst du, nein, eins oder so, zwei wäre eine Siebenerfreiheit. Es kann nicht sein, dass wir ein Spiel so anfangen. So Leute, das geht nicht. Da muss man Verantwortung nehmen, auch Flo, du, oft absetzen, so wie zum Schluss. Aber warum muss ich dich anmachen? Dann mach das, wenn du fehlst, ist kein Problem. Fehler ist kein Problem, aber Leute, verstecken geht nicht. Okay? Kompliment, 2-1. Such mal das Gliedertor. Die Männer im Rückraum, die schwingen immer wieder in den Rücken. Weißt du? Männer, ein bisschen mehr! Ein bisschen mehr, Alter! In jeder Spielsituation. Kommt, Jungs! Sehr wichtiges Spiel heute! Auf geht's, Jungs! Auf geht's, komm! Wir gehen raus! Komm! Ich glaube, hatten alles eigentlich in unserer Hand, haben nicht mehr viel zugelassen. Ich habe halt gesehen, dass viel Platz auf der Seite ist. Bin dann einfach losgelaufen. Harris hat mir dann natürlich gespielt. Und dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt schieße mit rechts, blockt er den vielleicht. Deswegen habe ich mich halt entschieden, halt da nochmal so eine Finte zu machen. Ich dachte mir auch in dem Moment so, boah, warum sie überhastet. Der lag eigentlich ganz gut durch diese Finte. Und ich dachte einfach, ich schieße den ein bisschen härter, halb hoch, ins lange Eck. Und dann ist der leider in den Berliner Nachthimmel geflogen. Wir müssen froh sein, dass Passi mit 18, 19 Jahren alt so ein gutes Spiel macht. Er ist da, andere Spieler vielleicht nicht mal da gewesen. Und eine Woche später hat er geknipst und ähnliche Situation. Durchgeblieben und reingeschoben in die Ball. Und dann kriegst du, ja, ich sag mal, so ein Eiertor am Schluss, zweimal abfälscht. Ja, es war extrem bitter, so aus dem Nichts schon wieder. Und dann auch noch, dass es so abgefälscht wird und ins Tor fliegt, da denkst du ja dann auch so, was für eine Scheiße eigentlich. Wir haben da zwei Punkte liegen lassen, was eigentlich wichtig gewesen, weil der schlechte Start, was wir aufgebaut haben, Sommer, hätten wir mit die letzten drei Unentschieden, ja, vier Punkte mehr sammeln, hätten wir das ausgebügelt. Gegen Karlsruhe waren wir selber schuld, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Ich glaube, wir haben 3-4 große Chancen gehabt aufs 3-1, wie es dann so ist im Fußball. Wir machen sie nicht und sie machen dann so, ich habe es ja vorhin gesagt, so ein Eiertor. War bitter, aber wir haben daraus die positiven Sachen rausgenommen und haben es dann in den nächsten Spielen deutlich besser gemacht. Für mich ist es nicht nur ein Testspiel, weil es geht um die erste Mannschaft. Für mich ist es wie ein Endspiel jedes Mal, wie jedes Training bei der ersten Mannschaft. Ich muss mich jedes Mal zeigen oder bekomme die Chance, mich zu zeigen. Und so sehe ich das auch. Ich schaue da 100% rein und am Ende gucke ich, was dabei rauskommt. Hoffentlich was Gutes, weil ich habe das Ziel, im Olympiastadion zu spielen. Deshalb, ich sage immer zu Martin, jedes Training von mir ist Probetraining und jedes Spiel ist so ein Probespiel. Ich muss mich immer wieder neu zeigen. Und ich als Influencer gesehen werden. Ich bin Fußballer. Und ich war auch immer Fußballer. Und dann irgendwann habe ich ein bisschen Social Media gemacht und das ist erfolgreich geworden. Aber an sich macht jeder Fußballer Social Media. Nur bei mir ist es halt ein bisschen mehr. Und es gucken ein paar mehr Leute zu. Das nervt mich manchmal. Wenn die sagen Marketing-Move. Guck mal, wäre das ein Marketing-Move?
Denkst du, Paul lässt mich damit trainieren? Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich glaube, Paul ist der Letzte, der Bock hat auf Marketing-Move. Ich schwör's dir, aber das finde ich gut. Weil er ist fair. Er lässt nicht jeden mit trainieren. Deshalb ist es für mich eine große Ehre, damit zu trainieren. Wenn du ohne Röcke da bist, weißt du, du bist pünktlich. Da ist Flo und der macht das 1:0. Es ist kein Abseits, der Linienrichter zeigt es hier unten an. Damit wird jetzt hier mal durchgewechselt. Auf jeden Fall schon mal Nada Jindawi mit auf dem Feld. Der hat heute Geburtstag. Alles Gute dazu. Richter Philipp Jörg pfeift pünktlich ab. Hau he, euer Dennis. Ciao, ciao. Na? Egal, wo wir spielen, wann wir spielen, ob das Wetter beschissen ist, auswärts hin und her, die kommen und geben Vollgas. Vollgas für euch. Vollgas für uns. Das Einzige, was die erwarten, ist mit diesem gleichen Enthusiasmus in das Spiel zu gehen. Dass wir Zweikämpfe annehmen, dass wir kämpfen, dass wir laufen, dass wir backpressen. Und heute wird es dreckig. Es wird dreckig. Der Platz ist dreckig und wir werden backpressen. Muss man schon sagen, es war mit die beste Halbzeit auswärts, was wir bisher gemacht haben in der Saison. Nach dem Tor gegen Karlsruhe hat man einfach gesehen, warum dass ich viele Bundesligaspiele und Bundesligatore gemacht habe. Der Spieler bin ich gerade und der will ich jetzt auch bis Ende der Zeit bei der Hertha sein und dafür werde ich alles geben. Das war für ihn auch erklärt, ja, dass er muss mehr Torbeteiligung haben als Stürmer. Auch Vorlage zählt, letzter Pass, vorletzter Pass, selber Tore zu machen. Und dann mit dem Mainz-Spiel erstmal, das war in diesem Spiel schon von ihm, kommt dieser Durchbruch. Und da hat er seitdem fast jedes Spiel trifft und marschiert, läuft viel, tut viel für die Mannschaft. Und wenn er Tore macht für Stürmer, das ist auch sehr wichtig, weil danach bist du gemessen. Wie gesagt, habe ich gehofft, dass
Fabi mich sieht und einfach nur gehofft, so bitte spiel mich an, weil ich ein gutes Gefühl hatte, da auch mitgegangen bin. Das ist halt ein unglaublicher Moment. Also davon träumt man ja als Kind, ein Profitor zu machen. Und dann war es halt umso schöner, dass es nach den zwei Anläufen davor geklappt hat. Natürlich, wenn ich denke, dass das hat man mit ihm auch im Nachwuchs gearbeitet und ich kenne die Eltern dadurch. Ich habe auch mit dem Glück, dass ich überhaupt hier sein darf, ja, und das machen darf. Ja, weil hat nicht jeder Trainer dieses Privileg, den Nachwuchs so viele Kinder schon zu trainieren und dann bist du Cheftrainer und alle landet bei dir. Andere Seite ist immer, auch hier, zweite Halbzeit wird so sein, ja, entfernt rauszugehen und dann Vollspeed. Stopp, du kannst schon für früher ein bisschen Tempo nehmen, weil dann kriegst du sogar so die Ball oder so, aber nicht so lange zögern, ja. Jojo ist immer Option. Flanken und Leute, hier ist schon ein bisschen mehr Restverteidigung, mehr am Mann, mehr was kann passieren. Wir wollen nicht ausgekontert werden, gerade bei 2-0. Sei schlau. Ich glaube, jeder hat so im Unterbewusstsein die Angst gehabt, hey, das Spiel kann man jetzt nur noch verlieren eigentlich. Und so haben wir auch die zweite Halbzeit gespielt, ängstlich, nicht mehr nach vorne, haben eigentlich nur noch gewartet. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, also warum wir aus dem Nichts so ja, die zwei Tore dann kassieren. So ein bisschen sinnbildlich, glaube ich, für die letzten Wochen. Zwei verschenkte naive Tor, einmal ein Innenverteidiger 14er durch die Welt hat in unsere Hälfte. Aber das gibt nicht. Dass er da so durchläuft und dann den einfach in den Rückraum legt und reinlegt. Dann denkst du halt auch so, boah, warum jetzt schon wieder? Dann willst du eigentlich weiterspielen, das eigentlich so schnell wie möglich abhaken, aber ich glaube, da war dann die letzten Wochen noch ein bisschen im Kopf drin. Ein Freistoß, ich habe nicht mal hingeguckt, weil ich habe Flasche geholt. Und drehe ich mich um und die Tür läuft schon gegen Tag fast. Mit einem Ball, das ist naiv, das ist dilettant, weil wir trainieren wir das, jede Besprechung, nenne ich 5-mal oder 10-mal diesen Satz, Absetzer mit Ausholbewegung, erfahrene Spieler waren sie da, da haben wir die Spieler verschenkt. Am Ende kriegen wir dann auch, muss man sagen, zwei doofe Tore, die nicht passieren dürfen und ja, so haben wir dann leider nur 2-2 gespielt.
vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir haben es sehr genossen und ja, unsere beste Bahn war die Bahn 26. Alle zusammen auf die Eins. Gut, Zeug. Der beste Spieler ist mit einem Punkt Vorsprung Toni Rölke geworden vor Fabi Reese. Gutes Training und morgen alle dabei. Und dann hat er meine Richtung geguckt. Ja, und musste so leicht grinsen. Ich hatte erstmal Kopfhörer drin, wie ich das eigentlich immer vorm Spiel habe. Aber an dem Tag habe ich die abgenommen, weil ich wollte das spüren. Ich wollte das alles wirklich erleben, weil ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet. Ich habe sie erst einmal erleben dürfen, in Unterhaching damals noch einen Hattrick zu schießen. Ja, drei Tore in einem Spiel ist was Besonderes. War, glaube ich, auch wieder so ein Ding, wo jeder Herr Tanner sich die Augen trieben hat, was mit, vor drei Wochen noch mit dem Flo los war und drei Wochen später. Ja, ist es einfach ein komplett anderer Spieler auf dem Platz. Einfach unheimlich gut für mich, weil ich einfach die Herthaner, die den Verein echt richtig gern mag und ich konnte endlich den Verein und den Fans auch mal was zurückgeben. Ich dachte, jetzt bringt mich Paul. Hat er gesagt, Nader, dich wechsle ich nicht bei 4-1 oder 5-1 ein. Du bist kein junger Spieler. Du bist mein Magic Moment, hat er gesagt. Dich wechsle ich nur bei 0-0 oder bei Rückstand ein. So. Ende gut, immer gut, alles gut. 5-1, also das musst du nicht irgendwie noch erklären, denke ich. Die Fans sind glücklich, wir auch mit 5-1. Aber die erste Halbzeit, das ist schon ein Lernprozess, das sollen sie auch mitnehmen. Irgendwie verstecken und Angst bringt uns nicht weiter. Und
verlieren, die muss ich essen. Wenn wir gewinnen, dann bleibt er. Ich dachte mir, alles oder nichts. Entweder beginnt die Karriere jetzt oder sie endet auch heute. Die Bank ist explodiert. Stadion explodiert. Ich bin explodiert. Ich wusste, das ziehen wir heute. Wenn unsere Mannschaft einen guten Tag hat, dann können wir alle schlagen. Barca ist zurück. Wenn irgendein Fan gesagt hätte, vor 6-7 Wochen, der Niederlechner macht so ein Tor, hätte jeder drüber gelacht. Wenn ich zurückkomme, komme ich halt hoffentlich stärker zurück und spiele einfach wieder wie vorher.